Willkommen auf Kanamus Channel, meine lieben, lieben, lieben Freunde. Erstmal vielen lieben Dank für den tatkräftigen Support, der von einem oder anderen getrieben wird. Um den Review-Kanal ein bisschen nach oben zu pushen, muss ich wirklich sagen, Ehrenbrüder, Küsse gehen raus an dieser Stelle und so kann die Community auf jeden Fall wachsen. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Abends. Ja, ein Review von einer Sorte, wie ich sie mir hätte längst so nicht für den Preis erträumen lassen können. Für den gleichen Preis wie Pedanius 20.1, 22.1, beziehungsweise ein Euro teurer war dieses jetzt, weil es von Matt Relief kommt, also von Matt Relief über Aurora, und nicht direkt von Aurora wie Pedanius, ist diese Sorte mit einer der Indica-dominiertsten Sorten, die ich so ja bisher seit langem von Tilray Rockstar nur kannte, was halt sehr Indica-dominierend war. Und ja, also ich muss ehrlich sagen, mich flasht es immer noch. Ich habe seit gestern, ich habe aufgrund der hohen Anfrage auch im Instagram, apropos Instagram, folgt mir, wenn ihr da noch nicht seid. Ja, dort erfahrt ihr auch immer quasi vor dem Review schon neuesten Picks etc. So, und ja, da kam schon die hohe Anfrage von wegen, wann kommt endlich ein Review, zeig mal ein Review, ich bin gespannt. Und ja, da habe ich mir gedacht, komm, haus auf den Sonntagabend noch schnell eins raus für den 420 Community, für die lieben Patienten und für alle Leute, die sich draußen überhaupt mal informieren wollen über den Cannabis-Bereich beziehungsweise den medizinischen Cannabis-Bereich. Und ja, aus der Sicht eines Patienten, ich selber nehme es gegen chronische Schmerzen, ADHS, Depression, Schlafstörung und mein Asthma, was mir halt hilft, die Bronchien zu erweitern. Natürlich unter der Prämisse, es nicht mit Tabak zu mischen oder zu rauchen, sondern zu verdampfen. Das ist schon die Voraussetzung. Sonst hat es eher einen kontraproduktiven Effekt. So, jetzt kommen wir zum Produkt. Jetzt zeige ich euch mal, ja, von Namen die Sorten bzw. die Blüten, damit ihr mal einen Eindruck habt. Keine Chance. Also wenn da, ich weiß nicht, wie die das trocknen, aber so ein hartes Blütenmaterial habe ich noch nicht gesehen. Also Peace Naturals hatte schon einiges getoppt, aber das geht wirklich Richtung, ich hätte schon fast gesagt, Moonrocks. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Das ist der Oberwahnsinn. Und für den Preis. Die Wirkung ist, der erste Zug des Verdampfers habe ich direkt gemerkt, wie es gekribbelt hat in der Nase. Es ging direkt durch zu meinem Nacken. Und es hat wirklich so eine entspannende Wirkung. Für Arms wirklich ein Top-Strain, ein Top-Favorit, den ich wirklich Schmerzpatienten, ADHSler, gerade wegen Depressionen auch,
nur ans Herz legen kann, wirklich nur ans Herz legen kann. Jetzt kommen wir mal zum Terpenprofil, was meine Meinung ist. Ich habe jetzt keinen Beleg vom Apotheker, was hoffentlich in Zukunft auch noch bei den Sorten eventuell mal dabei liegen wird. Was ich sagen kann, es ist richtig pinig, mürrig, sprich dieses teebaumölige, drückende in der Lunge, dieses richtige, wo man denkt, wow, was ist da denn drin? Also da merkt man auch schon den Indica-Anteil. Und bärig, sowie Blaubeere, Blueberry. Ja, sehr angenehm, fruchtig. Liegt auch sehr lange im Rachen. Also das mit einer neuesten Sorten, die zum Favorit zählt, aufgrund dessen, weil erschwinglicher Preis, die Sorten sind momentan dauernd verfügbar und ja, das ist wirklich ein kleiner Lichtblick am Ende des Tunnels. Jetzt mache ich mal eine Blüte, zerbreche ich mal, damit ihr es mal von innen sehen könnt. Oh, die ist wirklich so hart. Schaut mal. Ach ja, das ist eine der Sorten, die so wahnsinnig klebt an den Fingern. Seht mal selber. Normal macht es ja klack, klack, crunch, crunch. Trocken. Nein, das ist eine Sorte, die so harzig ist, die an den Fingern, die würde ich ohne Handschuhe jetzt nicht anfassen, sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Die würde ich nur in der Mühle, Grinder etc. klein machen. Da entfaltet sich so ein bäriger Duft, das ist wirklich Wahnsinn, was sie da an Qualität jetzt raushauen aus Kanada, Portugal, Uruguay, überall, wo sie jetzt herkommen. Ich hoffe, dieses Review hat euch gefallen, meine lieben Freunde. Ganz klein, kurz und kompakt. Ja, dank meiner Apotheke, die mir das zum Glück nochmal auf Rechnung gestellt hat, solange es jetzt alles in den Verhandlungen steht, bedanke ich mich nochmal ganz herzlich. Grüße gehen raus an die Apotheker am Inselpark, die mir bis jetzt wirklich so tatkräftig, ja, bei der Therapie mich dabei unterstützt hat und ja, ist wirklich nicht selbstverständlich und muss ich nochmal auf jeden Fall, ja, einen Shoutout raushauen und danke an dieser Stelle auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich in Zukunft einfach auch, was ich so gemerkt habe, dass viele Apotheken einfach ja, momentan am Kämpfen sind mit der Gestaltung des Marktes, beziehungsweise auch der Preisgestaltung, der Gestaltung des, wie trage ich es nach außen hin, so da, dass es nicht wirkt wie ein Coffeeshop oder wie ja, wie sagt man in Spanien, ich komme jetzt nicht drauf, meine lieben Freunde. Helfen wir mal auf die Sprünge. Anassociation? Nein, Mann, jetzt habe ich den Faden aber verloren. Ja, egal, ihr wisst, was ich meine, meine lieben Freunde. Oder im Coffeeshop halt. Ne? Ja, danke fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Ich hoffe, da tut sich was in naher Zukunft. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dahin, eins wollte ich noch sagen. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, abonniert diesen Kanal, lasst mir gern ein Like da, wenn es euch wirklich gefallen hat, natürlich. Und Kritik etc., Erfahrung gerne unten in den Kommentaren. Weil ich auch, nur ich kann durch eure Hilfe, durch eure Feedbacks, durch eure, ja, Erfahrung, Meinung, meinen Stand oder meinen Wissensstand auch dementsprechend, ja, immer wieder aktualisieren, weil es ändert sich ja ständig was. Ständig von den verfügbaren Sorten bis Inhaltsstoffe, Terpenprofil. Ja, ständig, durchgehend ändert sich was und das wisst ihr auch selber. Und deswegen, Austausch ist das A und O. Folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr da noch nicht seid. Link ist auch auf Kanalinfo in der Beschreibung. Und in diesem Sinne, meine lieben Freunde,
Schönen Restsonntag noch. Bis dahin, euer Kanamos.